Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück zu diesem Let's Play ursprünglich Preußen, jetzt mit dem Deutschen Kaiserreich. Und wir sind in einen sehr schwierigen Krieg verwickelt. Ein zweiter großer Verteidigungskrieg. Diesmal Hauptangreifer Frankreich, beim ersten Mal war es ja Österreich. Aber bis wir zu diesem schwierigen Fragen kommen. Ein Wort vorweg. Den aufmerksamen Zuschauern ist es vielleicht nicht entgangen, dass wir im Jahr 1862, zumindest wenn wir das historisch betrachten, eigentlich gar nicht mehr Friedrich Wilhelm an der Spitze unseres Reiches haben. Als er noch König war, war er der Vierte, als Kaiser der Erste, sondern historisch ist es eigentlich schon die Zeit von Wilhelm dem Ersten. Aber es ist wohl so bei Victoria, dass diese Remonarchen-Events nicht mehr kommen, wenn man zum Beispiel hier nicht mehr Preußen hat, sondern das Kaiserreich. Also Wilhelm der Erste, zumindest das Event, wird nicht kommen. Und das bedeutet, dass wir uns ein bisschen was überlegen müssen, wie wir weiter damit umgehen. Aber das möchte ich, diese Frage, ich habe mir da Gedanken gemacht und ich möchte euch zwei Alternativen vorschlagen. Diese Frage möchte ich ein bisschen verschieben, nämlich auf die Zeit nach dem Krieg. Jetzt stellen wir uns einfach vor, Friedrich Wilhelm der Vierte ist ja in geistige Verwirrung abgedriftet. Die Regentschaft liegt bei seinem Nachfolger. Aber das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Der junge Mann hat die Verantwortung für diesen Krieg dem Generalstab übergeben, nämlich von Moltke. Und der hat sich ja akribisch auf die Sache vorbereitet. Dazu kommen wir gleich. Also das ist die politische Ausgangssituation. Diese andere Entscheidung, wie gesagt, die fällen wir dann nach dem Krieg, wie wir damit weiter umgehen werden. Nun zu der Gesamtlage, die wirklich nicht einfach ist. Schauen wir uns das erstmal noch mal diplomatisch an. Also auf unserer Seite kämpfen Dänemark, Belgien und Portugal. Auf der gegnerischen Seite Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich und hier Sizilien, Neapel, Vatikanstaat und Sardinien, Piemont. Insofern, ich würde fast sagen, die Situation noch etwas schwieriger als beim Ersten Krieg, denn die gegnerische Allianz ist größer und das sollte man nicht unterschätzen. Lasst uns das mal kurz diplomatisch hier anzeigen bei den Kriegen, wie es aussieht mit der Militärstärke. Ich nehme das mal als Indiz dafür, was die so drauf haben, die Länder. Und wir sehen, Spanien hat fast so eine große Militärstärke wie Österreich. Und wenn wir diese italienischen und Nation und die Schweiz mit dazu zusammenzählen, kommen wir nochmal etwa auf so eine Stärke wie Spanien oder Österreich. Das ist wirklich knifflig und ich habe mir, naja, das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Strategie, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ein Wort zu den Kriegszielen, die ich hiermit verbinde, falls wir in der Lage sein werden, positiv diesen Krieg zu wenden und vielleicht dabei noch etwas herauszuholen. Es ist viel geredet worden in den Kommentaren über weitere Gebietsgewinne für das Deutsche Kaiserreich, aber da habe ich eigentlich, muss ich sagen, überhaupt gar kein Interesse daran. Wir sind ein saturiertes Reich, so würde ich das mal bezeichnen, so sieht das auch unsere Führung. Uns wird es eigentlich darum gehen, soll es darum gehen, eigentlich so eine Situation, wie wir sie jetzt erleben, zukünftig zu vermeiden. Das heißt, Frankreich muss isoliert werden. Das ist das Hauptkriegsziel und möglicherweise sogar geschwächt werden. Und dabei wollen wir unsere große Linie auch nicht außer Acht lassen. Deshalb habe ich mir Folgendes vorgenommen, falls wir in der Lage sind, das umzusetzen. Erstens, wir können immer noch diese Situation ausnutzen, dass Österreich keine Großmacht ist, indem wir als Kriegsziel definieren, dass Österreich zwangsweise in unsere Sphäre aufgenommen werden kann. Das ist möglich und das sollte unser erstes Kriegsziel sein. Das ist deshalb dringend nötig, denn derzeit sieht es so aus, als würde Österreich recht schnell wieder in den Kreis der Großmächte zurückkehren. Das heißt, das ist unsere letzte Chance. Das zweite ist, Russland ist gerade ziemlich aktiv dabei. Sieht man jetzt leider nicht. Ah doch, sieht man, indem man Russland mal... Ja genau, wir sehen es hier. Russland ist dabei, Österreich ja ziemlich zu umgarnen. Hier sehen wir, Österreich
ist schon vertraut oder Russland ist vertraut mit Österreich. Also auch die haben das zum Ziel, Österreich in ihre Sphäre zu bringen. Und dem müssen wir zuvorkommen, indem wir das als Kriegsziel definieren. Das kostet uns 50 Kriegspunkte. Das ist eine verdammt große Zahl. Das muss man erstmal hinkriegen. Mal gucken. Das Zweite ist, falls wir das noch können, werden wir versuchen, Spanien aus der Sphäre von Frankreich rauszuholen. Das ermöglicht es uns vielleicht auch mit unserer Initiative, es in unsere Sphäre zu bringen. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und falls dann noch was möglich ist, würde ich Frankreich, ja, diese Option wählen. Ich habe vergessen, wie das heißt, wo man sie verpflichtet, irgendwie 50% ihrer Militärstärke zu reduzieren und dass sie Reparationen zahlen müssen. Also das wäre das Letzte, wobei das nur bei einem wirklich ganz großen, grandiosen Sieg möglich ist, mit einem hohen Kriegsstand. Diese Ziele werden es erforderlich machen, dass wir auch vermutlich Provinzen belagern, nicht nur über Kriege, über gewonnene Schlachten die Sache holen. Das wird also eine zusätzliche Herausforderung. So, soweit zu dieser wichtigen Frage. Jetzt zu dieser Frage, was unsere Strategie betrifft. Und hier hat sich unser Generalstab schon umfangreiche Gedanken gemacht, die in diesen Planungen hier gemündet sind. Zur Erläuterung. Der Krieg wird bestimmt, und das ist historisch zumindest etwas ungewöhnlich, bei einem Krieg gegen Frankreich durch eine extrem große, lange Front. Einfach weil wir es nicht nur mit Frankreich zu tun haben, sondern eben auch mit Österreich und der Schweiz. Das heißt, wir haben wirklich von hier oben bis hier hinten, bis nach Russland, bis nach Katowice, eine ganz lange Front. Das wird den Kriegsverlauf bestimmen. Das heißt eigentlich, der ursprüngliche Plan, den ich hier so im Auge hatte, dass wir einfach vor allem diesen Bereich hier abriegeln mit einer starken Präsenz von Korps, der ist eigentlich ziemlich idiotisch. Denn die Franzosen sind jederzeit in der Lage, hier auszuweichen über die Schweiz. Wir haben die Österreicher, die hier auf ganzer Linie angreifen können. Also, die gegnerische Front ist sehr, oder die gegnerische Seite ist sehr flexibel bei der Frage, wo sie angreifen können. Ich habe das durch diese gelben Pfeile markiert, die Stoßrichtung des Gegners. Und was wir diesmal auch bedenken müssen, ist, dass wir diese italienischen Staaten auf der Gegenseite haben und insofern vermutlich auch aus diesem Alpenbereich, die werden, ich vermute, den kürzesten Weg nehmen, hier Vorstöße zu befürchten haben. Insofern werden wir bei der Verteilung unserer Korps, das schalten wir nochmal kurz aus, die ja jetzt hier stehen und hier stehen, ein bisschen die Sachen noch verändern müssen. Wir werden auf jeden Fall ein Korps hier rüberziehen müssen von hier und ein Korps auch weiter hier südlich ziehen müssen, damit wir auch diesen Bereich Süddeutschland vernünftig abdecken können. So, das heißt, wir versuchen hier diese Front zu verteidigen. Vor allem, wenn wir in der Lage sind, irgendwann Vorstöße zu unternehmen, ich hoffe, das wird dann gegen Österreich irgendwann der Fall sein, dann werden wir das an dieser Stelle machen, deswegen hier diese roten Pfeile, mit dem Ziel, möglichst hier dann Provinzen auch zu belagern und vielleicht sogar Wien zu okkupieren, um eben unser erstes Kriegsziel hinzukriegen, vielleicht sogar mit einem Separatfrieden mit Österreich, vielleicht aber auch mit einem Gesamtfrieden gegen Frankreich, das wird sich zeigen. Hier, das ist jetzt die zweite Geschichte, oder das ist die nächste Hoffnung, die ich habe, oder die nächste These, die ich aufstelle. Diese Front, die wird erstmal durch Belgien hier gehalten werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich vermute, dass die Dänen hier in dem Bereich hier vormarschieren. Das sind einfach die Erfahrungen aus dem letzten Krieg. Ich denke, dass die, also es muss eigentlich so sein. Anders werden wir wirklich Probleme bekommen, dass die einfach diese Front ein Stück weit halten können. Vielleicht ein halbes Jahr oder so, bis wir hier freie Ressourcen haben, dass wir hier auch helfen können. Bis dahin werden wir uns auf diesen Bereich hier konzentrieren. Das wird hier ein stärkeres Hin und Her geben. Die Franzosen werden vermutlich vorstoßen, während die Belgier auch vermutlich offensiv vorgehen werden. Wir sehen das hier. Sie gehen schon in die Offensive. Soweit zu diesem Punkt. Dann haben wir hier unten natürlich die Front, wobei die Portugiesen werden sich ja mobilisieren, aber
Die Spanier werden extrem überlegen sein. Diese Front wird nicht lange halten, aber sie gibt uns Zeit. Das ist das Wichtige an dieser Geschichte und deshalb war das auch nicht unwichtig, Portugal jetzt noch ins Bündnis zu holen. Die Spanier sind wirklich fast so stark wie die Österreicher und wenn die hier zusammen mit den Franzosen hier auftreten werden, wird das ein Riesenproblem. Deswegen gibt uns das vielleicht 3-4 Monate, dass die Spanier erstmal mit den Portugiesen beschäftigt sind. In der Zeit haben wir vielleicht einen Großteil der Franzosen erledigt. So, dann habe ich hier noch eine spezielle Sache mir überlegt. Wir werden einen kleinen Chor aus Husaren zusammenstellen, den wir hinter die Front schicken wollen. Das wird sicher erst noch ein halbes Jahr oder sowas dauern. Es wird erst mal überhaupt 3-4 Monate dauern, ehe wir dieses Husarenchor zusammengestellt haben. Und dann ist die Idee, dass wir hier an der Küste entlang ziehen und dann hier für Unruhe sorgen. Das ist insofern ein bisschen schwierige Angelegenheit. Mal gucken, ob das überhaupt hinzukriegen ist, weil hier natürlich ständig ein Jahr lang die Reserven mobilisiert werden in ganz Frankreich. Und das ist natürlich für das Korps dann eine Schwierigkeit, da sich hindurch zu wursteln. Mal gucken, ob uns das gelingt. Falls das Mist ist, werden wir diese Husaren aufteilen und auf unsere Landwehr, auf unsere Reserven verteilen, weil die helfen dann auf jeden Fall bei der Okkupation von fremden Gebieten aufgrund ihres Erkundungswertes, ihrer hohen Aufklärungsfähigkeit. Gut, das dazu. Wir werden natürlich komplett mobilisieren, das werden wir gleich mal machen. Und da, ja, unbedingt mobilisieren. Und da rechnen wir mit 115 Brigaden, A 3000 Mann. Und mein Plan ist, die in 7 Armeen aufzustellen, so etwa, ja, mit 16 Brigaden etwa, also etwa so 50.000 Mann, 45 bis 50.000 Mann. Und die sollen immer so als Reserve hier etwas hinter der Front stehen, je nachdem, wo sie gebraucht werden. Und wenn nötig, einfach in die Kämpfe der Hauptarmee, der Linienarmeen mit eingreifen. Falls wir dann flexibel sind, falls wir dann mehr Möglichkeiten haben, sind die dann auch dazu da, hier einzelnen Provinzen zu besetzen. Aber das wird erst im späteren Kriegsverlauf möglich sein. Ja, so sieht der Plan aus. Es wird also kein Stellungskrieg werden. Es wird ein sehr mobiler Krieg werden. Insofern sind doch eher die Angriffswerte der Einheiten und auch der Kommandeure wichtig. Und insofern bin ich froh, dass ich noch in der Lage bin, aufgrund unseres technologischen Fortschritts Garde zu rekrutieren. Die ist nämlich besonders angriffsstark. Ansonsten, es gab natürlich einen sehr passenden, hübschen Hinweis, dass wir erstmals, zumindest anders als in den historischen Kriegen, in der Lage sind, über Belgien, und zwar ganz regulär und mit unseren Verbündeten, bestimmt über Belgien mal von Frankreich einzumarschieren. Die Frage ist, ob uns das groß nützen wird, wie gesagt, weil uns Österreich ja hier eine sehr lange Front beschert. Das wird sich zeigen. Gut, den können wir erstmal wieder ausstellen und wir können so ein bisschen in die konkrete Planung einsteigen. Erst einmal will ich noch am Beginn des Krieges hier ein paar politische Bewegungen unterdrücken. Die sollen uns nicht in den Rücken fallen. Das ist wichtig. Hier die Wahlrechtsbewegung werden wir mal unterdrücken. Die sind wir los. Dann will ich den Haushalt ein bisschen anpassen, steuern, lassen wir erstmal so, wir müssen das auch mal beobachten. Aber ich denke, was verkraftbar ist aufgrund des Krieges, dass wir unsere Verwaltungsausgaben mal massiv reduzieren auf 50%. Ich denke, das wird jeder verstehen. Jetzt sind nicht die Bürohengste gefragt, sondern ja, die Frontkämpfer, die müssen unterstützt werden. Und wir werden auch die Zölle wieder auf 10% anheben. Natürlich bin ich mir bewusst, dass wir eine Freihandelsmehrheitspartei haben. Aber ich denke, in Kriegszeiten werden auch die dem zustimmen. Wir müssen ein bisschen darauf achten. Ich will zumindest so eine Bilanz haben, dass ich 2 Jahre hier durchhalte. Wir haben etwas mehr als 700.000 Mark auf der hohen Kante. Und wenn ich mal grob schätze 2 Jahre, dann müsste das so etwa hinkommen, dass wir nicht höher als minus 800 Mark am Tag haben.
Defizit haben, dann müssten wir eigentlich ganz gut klarkommen. Das ist so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Okay, diplomatisch will ich noch was tun, und zwar hier in Richtung Portugal. Wir können sowieso sphärenmäßig nicht viel tun. Ich denke, dann werden wir zumindest das probieren. Sonst wären die Punkte verschwendet. Spanien und so weiter können wir nicht weiter beeinflussen, weil wir mit denen natürlich im Krieg sind. Gut, soweit, so gut. Jetzt wollen wir noch ein paar Einheiten ausheben. Wir bauen hier gerade noch 10 Gardeeinheiten. Das ist auch sehr willkommen. Allerdings 6 können wir noch ausheben. Das werde ich auch tun. Und zwar, wie gesagt, 4 Husaren. Wir werden mal hier französische Husaren nehmen. Süddeutsche, die kennen sich vielleicht dann aus in Frankreich. Vielleicht ist das von Vorteil. Und ich glaube, 4 reichen. 4 Brigaden. Und wir werden 2 Artilleriebrigaden noch ausheben. Das dauert relativ lange, bis die da sind. Aber okay, hoffen wir das Beste. So, und dann habe ich, schauen wir uns mal das wieder an, 2 Sammelpunkte definiert in Berlin und Kassel, wo die neuen erstmal zusammengezogen werden, damit wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. So, und jetzt kommen die ersten Bewegungen. Wir werden die Armee ein bisschen südlich ziehen, wie gesagt, vielleicht nach Landshut. Das ist die Garde, die werde ich diesem Korps zuordnen, das 8. Korps. Und ansonsten werden wir, ja, ich glaube mal, werden wir mal das 3. Korps hier nach Ulm verlegen und ansonsten ein bisschen weiter südlich organisieren, weil, wie gesagt, Belgien hier sowieso schon Druck macht. Okay, liebe Freunde, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Insofern können wir direkt einsteigen. Die bewegen sich hier nach Olmutz. Das heißt, wir werden mal nach Oppeln ziehen. Und die ziehen schon direkt nach Dresden. Und falls sie das sich anders überlegen, werden wir hier sie direkt mal attackieren. Mit Michael von Hessen-Kassel. Ihr erinnert euch, einer unserer besten Generäle. Und damit können wir noch kurz die Zeit laufen lassen. Ihr werdet einsehen, verstehen, dass diese erste Folge am Beginn so eines Krieges, dass es da wichtig ist, dass wir die ganzen Gedanken mal ordnen. Schweiz mobilisiert, alle mobilisieren, Portugal auch. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd, dass Großbritannien bei dieser Aktion, wisst ihr was? Das lassen wir jetzt mal doch schön sein, was wir da eben gemacht haben. Wir werden hier uns nicht weiter bemühen. Offenbar ist das ein Interesse von Großbritannien, hier in Portugal aktiv zu sein. Und die haben sich gleich gegen uns gewandt. Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn wir hier in diesem Krieg möglicherweise noch Spannungen mit Großbritannien haben. Wir werden gleich mal versuchen, die Beziehung mit Großbritannien zu verbessern. Und schauen mal, was jetzt hier mit diesem Angriff auf Dresden wird. Natürlich hat Österreich mobilisiert. Okay, wir haben sie direkt vorher gestellt. Das ist aber soweit okay. Wir ziehen mal dazu. Vielleicht können wir sie sofort richtig schön vernichten. Diese erste Armee, hier bleiben wir jetzt doch stehen. Wie immer wird es sehr, sehr kleinteilig. Wir werden hier sanft und sorgfältig unsere Armeen bewegen müssen und darauf achten, wo, an welcher Front, welche gegnerischen Truppen so auftauchen. Okay, die erste Schlacht tobt. Schauen wir sie uns an, die Schlacht von Karlsbad. Leider auch noch mit einem Brückenübergang verbunden, aber der Gegner ist noch sehr, sehr schlecht organisiert. Deswegen war das, glaube ich, von Vorteil, das jetzt zu führen. Und hier geht's schon los. Hier kommen die Schweizer nach Colmar am 28. Juni. Und da wollen wir gerne dazu stoßen. Wir sind am 29. da. Das heißt, wir würden angreifen. Hier sind wir am 28. Mal gucken. Versuchen wir es. Mal gucken, ob sie abbrechen. Nee, sie brechen nicht ab. Doch, sie brechen ab. Alles klar. Belgien hat auch mobilisiert. Die marschieren nach Konstanz. Ich sag mal, in Ebenen können wir sie durchaus reinmarschieren lassen. Das ist soweit in Ordnung. So, die Armee verbinden wir. Und hier sind wir sehr gut dabei.
Hier kommen erste, ich weiß nicht, sind das Garden? Dann will ich sie doch nicht. Nee, das sind schon mobilisierte Truppen. Okay, die können wir dann durchaus zu den Sammelpunkten schicken lassen. Die marschieren wohin? Jetzt nach Aussig. Okay, da stehen wir einigermaßen anständig. Gut, liebe Freunde, mit diesen ersten. Oh, da haben wir schon. Nee, da müssen wir aufpassen. Hier ist direkt noch eine Armee. Dann müssen wir hier marschieren. Gut, die ersten Schritte sind getan, liebe Freunde. Hier ist eine erste große französische Armee zu sehen, aber die Belgier sind auch ganz gut dabei. Zum Glück haben wir hier nicht mehr die Holländer im Rücken. Und die Dänen sind fleißig am Marschieren. Und natürlich sind die ersten französischen Flotten ausgerückt und werden uns blockieren. Das ist nicht zu verhindern. Ja, mal schauen, wie es laufen wird. Ich bin erstmal ganz guter Dinge, wobei, naja, es wird, glaube ich, mindestens genauso heftig wie beim letzten Mal. Mal schauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinballen.